schönen guten Morgen heute am Samstag, dem 9. November. Ich habe die kleine Vlogging-Cam eingepackt, ausgepackt, umgepackt, Akku geladen und es geht heute nach Würzburg zum bayerischen Booktuber-Treffen. Es ist jetzt kurz nach 7. Ich mache mich mal so ziemlich fertig, muss mich noch anziehen. Der Rest ist schon einigermaßen hergestellt und ich möchte heute ein bisschen vloggen. Ich hoffe, das gelingt mir. Wenn ihr das Video seht, dann ist es gelungen. Und wir machen heute auch ein bisschen Buchtauschen und da zeige ich euch einfach mal, was ich so eingepackt habe und verrate auch euch schon, was drin ist. Und das machen wir jetzt und dann geht's Christine abholen. Ihren Kanal packe ich unten auch mal in die Infobox natürlich. Und da freue ich mich besonders, dass wir diese Reise schon gemeinsam antreten. Und in Würzburg treffen wir dann natürlich auf die anderen bayerischen Booktuber und Zuschauer und Blogger und Bücherfreunde und ich freue mich mega auf den Tag. So, ich bin hier mal ein bisschen ins Licht gegangen, weil es doch noch sehr dunkel draußen ist. Finde mich jetzt von Katinka Engel. Engel werde ich an die liebe Christine weitergeben. Wir tauschen Bücher miteinander, wissen das auch. Sie hatte auf der Frankfurter Buchmesse das in ihre Story, dass sie, dass das auf die Wunschliste wandert. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe das hier, es ist ja auch ein Rezensionsexemplar im Sommer gewesen vom Piper Verlag. Das tauschen wir jetzt. Ich bekomme von ihr ein Buch von Wiebke Lorenz. Dann habe ich hier noch so eine Kleinigkeit mit bei. Und dann ist das Buch eingepackt für das Book Blind Date. Und hier ist mal so ein bisschen die Beschreibung, vielleicht könnt ihr es ja lesen. Vielleicht wisst ihr auch, was es ist nach der aktuellen Bücherwoche. Ihr könnt ja mal raten, wenn ihr wollt. Und ich habe das hier in unsere Zeitung eingepackt, auf diese Witzeseite. Das fand ich ja irgendwie originell. Ja, so ist das manchmal. Ja, die beiden Bücher packe ich jetzt ein. Und dann geht es auch schon in den nächsten Minuten los nach Würzburg. Thank you.
davon habe ich mir jetzt mal die Leseprobe mitgenommen. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, klingt auch vom Klappentext toll. Und dann habe ich mir Das Biest in ihm mitgenommen, weil ich bin ja ein riesen Schöne und das Biest-Fan. Und es gibt ja noch Ursula von Ariel und noch ein drittes mit, gute Frage, schon wieder verdrängt. Das klingt schon sehr cool und sieht auch sehr schön aus und ich glaube, das darf tatsächlich auch mit. Und was wird's? Ich habe noch gar nicht alles durchgelesen. Melanie? Ah, das Buch kennen wir ja. Mögt ihr das mal vorlesen? Ich kann das nicht bis hierher lesen. Welches? Egal welches. Ach, das ist immer gut. Sicher ist immer, okay. Danke. Für die Bären. Ich komme da nicht hin. Tanja Mord. Ah, mag ich nicht. Kein Krimi. Kopfmoralisches Schicksal. Ah, das könnte schon eher, okay. Und das Jugendbuch? Erster Teil von 2. Rotes Cover mit Auge. Ein Spiel. Das ist, ja, ich weiß, was das ist. Na klar, das weißt du auch. Erinnerst? Ja, wahrscheinlich. Ja. Das kann ich noch. Ja. 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 Ich hab schon. Also mit der Tester ansprechen, aus das mit der Plane noch. Das sagt das irgendwas. Wenn es dich anspricht, dann nimm es einfach. Freut mich nämlich, weil ich mag es nicht lesen. Ach Gott, du hast sie mit dem Ding. Das ist gut. Spannendes Cover. Spannendes Cover. Okay, Tiefen deines Herzens. Ah ja. Wie im Rausch. Berlin, das finde ich gut. Freue mich auch. Auf einem anderen Blatt schreibt sie schön. Ich habe von der gleich noch nichts gelesen. Aber ich finde es gut. Was hier? Nein. Ich glaube, von mir weg das hier. Dankeschön.
Aber? Ja, weil ich bin nur wegen den Büchern hier und nicht wegen den Leuten. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Ja, wir sind jetzt in einem Unverpacktladen, da jetzt alle Bücherläden zu haben. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Jetzt sind wir auch schon wieder am Auto. War ein richtig, richtig schöner Tag. Wir hatten Glück mit dem Wetter, wie ihr ja auch gesehen habt. Buchtechnisch habe ich ein Buch mitgenommen. Ich habe eins ertauscht beim Buch Blind Date und ich habe eins mit der lieben Christine getauscht. Und ja, ich denke mal, vielleicht zeige ich euch die jetzt noch oder habt ihr vielleicht sogar schon eingeblendet. Und ja, jetzt machen wir uns auf den Heimweg. Bis es daheim ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dunkler sein als jetzt eh schon. Von daher, ja, verabschiede ich mich jetzt schon mal und wünsche euch ja einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.